Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen vom Stiftungsrat von der Akademie Engelberg zu diesem heutigen Anlass. Die Akademie Engelberg hat im vergangenen Jahr einen personellen Wechsel erfahren. Aber wir haben natürlich trotzdem, sind wir in der Philosophie und in der Vision von der Akademie Engelberg treu geblieben und werden auch in Zukunft wissenschaftlich wichtige Themen für Gesellschaft und für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft diskutieren und in diesem Zusammenhang auch jedes Jahr einen öffentlichen Abend durchführen. Das Thema dieses Jahr ist das Engelberger Tal für den Klimawandel gewappnet. Es werden verschiedene Referenten oder Podiumsteilnehmer reden. Eingeführt tut sie dann nachher der Herr Professor Rickenbacher. Er ist ja bereits in früheren Veranstaltungen hat er virtuos das Podium orchestriert, dass die wichtigen Fragen ans Gespräch gekommen sind und dass man die wichtigen Aspekte herauskristallisiert hat. Wir werden einführend werden wir vom Professor David Bresch ein Referat haben. Er ist von der ETH Wetter- und Klimarisikoexperte. Und es ist eine Professur von der ETH und Meteo Schweiz. Bevor aber jetzt das Referat kommt, möchte ich gerne noch das Wort im Dame, im Herr Alex Höchli geben. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und ich werde Sie anschliessend zu einem Apero einladen, wo traditionsmässig gestiftet wird vom Herr Dietrich vom Hotel Europe. Dankeschön. Geschätzter Regierungsrat Franz Enderli, geschätzter Regierungsrat Sepp Hess, geschätzte Frau Professorin Verena Brinner, liebe Podiumsteilnehmende, liebe Talleute, und allenfalls Gäste. Wir reden Schweizerdeutsch. Das heisst, es ist mir eine grosse Freude, Sie hier im Hotel Terrasse zum traditionsreichen öffentlichen Abend von der Akademie Engelberg willkommen zu heissen. Dieses Jahr findet die Veranstaltung exklusiv für uns, die Engelberger Bevölkerung, statt. Und nicht wie üblich im Rahmen von einem internationalen wissenschaftlichen Kongress, wo ja das Jahr pausiert. Und dafür bedanke ich mich im Namen von der ganzen Talschaft ganz herzlich. Mit dieser Spezialveranstaltung demonstriert die Akademia ihre Verbundenheit zu Engelberg, die wir außerordentlich zu schätzen wissen. Das diesjährige Thema kann aktuell nicht sein, obwohl das Klima ja ein sehr langfristiges Phänomen ist. Sind doch Anfang August von dem Jahr wieder einmal sind wir daran erinnert worden, dass die Naturregie in unserem irdischen Dasein oder im Tal führt. Einmal mehr sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, wo nach sintflutartigen Niederschlägen der Sulzbach über die Ufer getreten ist und dabei ein Jungwachtlager aus dem Kanton Schweiz in den Schlenken bedroht, sowie der Golfplatz im hinteren Teil gravierend beschädigt hat. Glücklicherweise sind alle Beteiligten unverletzt geblieben. Der Schock der Jugendlichen war aber gross gewesen, sie sind aber mit dem Schrecken davongekommen. Erst vor wenigen Wochen dann hat sich im Gebiet Herrengrassen unterhalb vom Grassengletscher ein Felsabbruch von mehreren tausend Kubikmetern ereignet, wo außerhalb vom bewohnten Gebiet zum Stillstand gekommen ist. Gemäss unseren Spezialisten vom Gemeindeführungsstab, der übrigens vollständig da anwesend ist,
handelt es sich um ein Ereignis, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind und denke, noch mehr werden sie in Zukunft. Aufs grosse Hochwasserereignis vom August 2005 muss ich nicht weiter eingehen, weil es uns allen noch sehr im Gedächtnis eingeprägt bleibt. Wir sind jedenfalls alle froh, dass die laufenden Bauarbeiten im Hochwasserschutzgebiet von der Engelberger Aa rasch für sich kommen. Die und alle weiteren Unwetterereignisse in unserem Tal, in unserem Land, Stichwort Bondo, oder weltweit, zeigen wohl deutlich auf, dass sich unser Klima wandelt. Als Laien wenden wir uns dann leider meist erst im Katastrophenfall an die Wissenschaft und erwarten dann von diesen Spezialisten Antworten, Handlungsanweisungen oder Prognosen. Die Frage vom heutigen Abend geht über den einzelnen Katastrophenfall raus und soll durch eine vielfältige Runde am heutigen Podiumsgespräch beantwortet werden. Ich bin sehr gespannt, welche Erkenntnisse sich aus dieser Diskussion werden ergeben, ebenso auf den zuvor einführenden Vortrag vom Professor Dr. David Bresch von der ETH Zürich. Ich danke der Akademie ganz herzlich für die wertvolle Veranstaltung und wir freuen uns immer wieder, euch hier willkommen zu heißen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich bin überwältigt, wie viele den Weg hier angefunden haben heute Abend. Gäste und Einheimische. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, das ich jetzt hier führe. Mit einheimischen Leuten, mit Leuten, die sich seit Jahrzehnten mit diesen Fragen befassen, wo wir uns heute Abend auch ein bisschen vertiefen wollen. Und ich darf als erste Person zu mir dafür einladen, Frau Martha Schäuber-Langenstein. Bevor Sie ganz rauf dürfen, ist es wie in der Politik, man muss aufsteigen. Sie sind auch zuerst in einer Kommission gewesen, in der Gemeinde, bevor Sie Kantonsratspräsidentin geworden sind, letztendlich. Sie sind Kauffrau, Bäuerin, haben hier mit Ihrer Familie einen Betrieb von 20 Hektaren, den Sie jetzt übergeben haben an Ihre nächste Generation, wo Sie aber immer noch einspringen und helfen. Wenn Sie so an die, ich glaube, etwa 20 Jahre, 1988, wo Sie angefangen haben, mit Ihrem Mann zusammen den Betrieb zu führen, bis heute denken, was sind die grössten Veränderungen, die Sie einfach von Ihrer Umwelt her festgestellt haben? Also eine der grössten Veränderungen ist sicher, dass man zuschaut, wie Gletscher schmelzen. Das heisst, es gibt wärmere Tage, man hat vielleicht sogar einen Schnitt mehr, ist ja positiv für uns in der Landwirtschaft. Auf der anderen Seite gibt mir das schwer zu denken, wenn ich sehe, wie die Gletscher abschmelzen. Ich denke an unsere Alpen. Wo kommen die plötzlich ihr Wasser her? Müssen wir das plötzlich unten aufpumpen? Oder wie sieht es im Berg innen aus, die überlaufenden See? Sind die nicht alle gespeisen? Also es sind schon so Sachen, wo ich mir Gedanken mache. Nicht nur das Positive, dass man vielleicht mehr kann nutzen aus der Landwirtschaft. Ich wäre sofort bereit, irgendwo bei uns im Gütsch hinten den Weinberg anzusetzen. Der würde Chateau Gütsch heissen, ist ganz klar. Das wäre das kleinste Problem. Aber was rundum, was das für Einflüsse eben sonst noch haben mit dem Wasser, vor allem Niederschläge schon, aber ich glaube, wir haben viel jetzt von den Gletschern, vom Firn gelebt. Und wenn das nicht mehr rum ist, bin ich dann nicht sicher, ob wir überall noch unsere privaten Quellen haben und können anzapfen mit einer Selbstverständlichkeit. Haben die Veränderungen, die Sie festgestellt haben, auch eine Auswirkung gehabt auf die Art, wie Sie Ihren Betrieb führen? Oder sind das ganz andere Einflüsse gewesen, dass wir heute anders bauen auf dieser Höhenlage als früher? Ja, ist sicher ein bisschen beides. Ich meine, die Landwirtschaft hat sich entwickelt, man hat dazu gelernt, man hat vielleicht eben ist nicht mehr, es hat mehr Arbeit gegeben, ist ganz einfach zu sagen. Es hat aber auch vielleicht ein bisschen mehr Verdienst gegeben.
mehr Tiere gehalten, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wegen dessen. Wir haben sich ein bisschen verteilt. Haben ökologische Gesichtspunkte in der Art und Weise, wie sie ihre Felder bewirtschaften, wie sie ihre Arbeit machen, auch Gewicht gewonnen? Oder ist das immer in euren Genen schon drin gewesen? Also ich würde sagen, wenn ich geschaut habe, wie vorher bewirtschaftet worden ist, das hat nicht viel geändert. Wir haben eigentlich relativ schnell Umstellung auf Bio gemacht und haben nie Probleme gehabt. Wir haben aus ganz anderen Gründen sind wir einige Jahre später wieder ausgestiegen. Aber von der Bewirtschaftung her hat eigentlich nicht viel geändert. Vielleicht, dass ich das Blockeneisen mehr eingesetzt habe. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und Sie würden mal hier an dem mittleren Tisch Ihren Platz einnehmen. Ich glaube, aus dieser Aussage haben wir auch etwas gehört. Wir haben etwas gehört, dass die Menschen, die da seit Generationen leben und arbeiten, natürlich ein unglaubliches Wissen in sich haben, was es erträgt in den Bergen und auf diesen Alpen und auf diesen Wiesen. Und dass es nicht, weiss ich, was für neue Erkenntnisse gebraucht hat, um ein Betrieb einigermaßen im Einklang mit den Gesetzen der Natur zu führen. Das haben wir von Ihnen gehört und das werden wir auch noch vertiefen können. Wie können wir das Wissen weitergeben und erhalten, was eigentlich vorhanden ist? Die zweite Person, die ich einlade, ist der Herr Frederik Füssenich. Ich gehe nach dem Alphabet. Nach der Dame, nach dem Alphabet. Herr Füssenich, Ihr Name tönt nicht gerade nach Rütli. Wo sind Ihre Wurzeln? Ja, auf der einen Seite, mein Vater kommt aus Deutschland, ganz klassisch in der Ferien da gewesen. Er hat sich in meine Mutter verliebt und das war eine Engelbergerin gewesen, geboren in Hesse. Ein Freund hat sich das Bein gebrochen und danach, mein Grossvater war der Dorfdoktor gewesen und dann sind wir halt immer da in der Ferien gewesen, Hotel Hess, der Geni, und da ist dann, also ich fühle mich da nicht wie ein, ich fühle mich schon so ein bisschen wie ein Hiesiger. Mit dieser Mutter dürfen Sie das auch zurecht. Und Ihr Vater ist ja auch ein Liebhaber von dieser Gegend und von dieser Zone geworden und Sie auch. Aber Ihre Jugend haben Sie in Deutschland verbracht? Richtig, in Bochum, im Ruhrgebiet. Es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt jetzt, aber hier ist es schon massiv schöner. Was hat Sie denn in die Berge gezogen? Zuerst in Raum Gotthard, wenn man so will, Sedrun. Und jetzt hier auf Engelberg, ist das irgendeine Nostalgie gewesen, die Sie als Kind schon da erfahren haben, oder ist das später dazugekommen? Nein, das ist eigentlich schon voran gewesen. Ich habe meine Karriere im Hotel Hess als Nachtportier gestartet. Meine Eltern haben gefragt, was willst du machen, studieren oder Hotelfachschule? Studieren hätte ich mit Deutschland müssen. Und dann ist eigentlich die Leidenschaft fürs Skifahren, ist eigentlich der Grund gewesen. Und natürlich dann schon noch die Verbundenheit mit Engelberg. Und danach habe ich da Engelberg Titelstourismus im Verkauf dürfen arbeiten. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht ins Bündnerland. Und dann habe ich nach 2,5 Jahren endlich wieder zurück auf Engelberg dürfen. Wenn Sie heute Leute ansprechen in Bochum, in anderen Tiefländern von Europa, auch für den Sommer, also nicht nur Menschen, die nur, in Anführungszeichen, die Skifahren. Was suchen die Menschen, wenn sie daher kommen, in ihrer ersten Idee nach Engelberg zu fahren? Also da machen wir natürlich auch Befragungen, was ist eigentlich der Hauptgrund, und das ist ganz klar, egal, das geht durch alle Kulturen durch, das ist Natur. Also das ist ganz klar das Nummer eins, das alpine, hochalpine Erlebnis, das ist der Grund, warum die Leute hinkommen. Als Kontrast zur Gegend, die Menschen kennen aus ihrer eigenen Lebenserfahrung. Richtig, genau, ja. Also noch extremer, wenn wir einmal ein bisschen reisen von den Gästen, die wir jetzt auch je länger mehr haben. Ich war vor 3 Wochen in Peking gewesen, wenn wir dort den Tag durch eine Schiene rausgehen kann und alle mit einer Maske rausgehen und Kinder nicht zur Schule gehen können. Das kann man sich nicht vorstellen, wie die hier das Gefühl haben, dass das ein Paradies ist, was es ja auch ist. Da habe ich gleich noch eine kritische Frage. Ich habe Ihre Organisation angeschaut, wo Sie hier in Engelberg führen. Und in Ihrem Gremium gibt es einen Kulturminister oder Ministerin. Aber ich habe keinen Naturminister gesehen. Würden Sie das nochmal einführen? Ich glaube, das ist ja das, was ein bisschen weit, hoffentlich sind wir das alle, das ist ja das, was Sie angetönt haben, dass man halt in dieser Natur explizit lebt und zu dieser Natur muss Sorge haben.
Und ich glaube, das braucht es jetzt bei uns jetzt explizit nicht. Da gibt es genug andere, die da uns auf die Finger schauen. Danke Ihnen für das erste Votum. Und der grosse Vorsitzende in China hat erzählt, er sorge dafür, dass die Luft bei Ihnen bald rein werde sein. Wir bleiben dran, haben die anderen gesagt. Der dritte Gast, den ich einladen darf, heisst hier in Obwalden Sepp Hess. Und ich sage mal so, das ist der Regierungsrat Josef Hess. Böse Zunge behauptet, kaum sei die Zeit, die Regierung ginge zu weh. Ja, das sind aber ganz böse Zungen. Das Kollegialitätsprinzip herrscht in der Obwaldener Regierung, darf er nicht mehr sagen. Das wäre verboten, denn ihr müsst schön zueinander stehen. Nein, er ist natürlich nicht schuld. Aber er ist nicht ganz unschuldig, dass er Regierungsrat geworden ist. Und auch für die Fragen, die ihr heute zuständig sind, ein ausgebildeter Naturwissenschaftler, doktoriert an der ETH, übrigens auch mit China verbunden. Sie haben eine Gesellschaft für chinesisch-schweizerischen Austausch gepflegt, geführt und sind immer noch dabei. Ich habe den Titel für Ihre Dissertation gesehen, Herr Hess. Er heisst «Schutzziele im Umgang mit Naturrisiken in der Schweiz». Und das ist etwa vor 10 Jahren oder mehr, ungefähr 10 Jahre ist das erfolgt. Wenn Sie so das Ergebnis von Ihrer Forschungstätigkeit damals anschauen, müssten Sie heute gewisse Kapitel neu schreiben, müssten Sie ergänzen, müssten Sie vielleicht andere Akzente legen? Ich denke nicht, wo ich viele Kapitel umschreiben müsste. Herr Professor Bresch hat ein bisschen gesagt, wenn man das Risiko definiert, Gefahr mal Exposition mal Verletzlichkeit. Und es ist schon so, man hat gewisse Veränderungen, die man heute feststellt, im Bereich von der Gefahr vor allem, jetzt durch die Klimaveränderungen, durch die neuen Phänomene. Man rechnet mit häufigeren Unwetter, man rechnet mit heftigeren Unwetter, man rechnet auch mit Destabilisierungen von Hängen, wenn man es jetzt zum Beispiel da in dem Felssturz im Herrengrassen wieder vor Augen geführt bekommen hat. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, es hat in früheren Jahrzehnten schon immer wieder ein Ereignis gegeben. Man hat vielleicht da noch ein weniger von Klimawandel geredet, aber es hat auch früher schwere Ereignisse gegeben, die die Bevölkerung getroffen haben. Und der Umgang ist eigentlich nicht grundlegend ein anderer, aber ich würde sagen, es ist anspruchsvoller geworden, weil eben die Gefahren steigen. Ist es auch anspruchsvoller geworden, weil die Bevölkerung andere Erwartungshaltungen hat? Das spielt sicher auch eine Rolle. Also die ganze mediale Wahrnehmung ist heute eine andere als nur vor ein paar Jahrzehnten. Früher hat man das vielleicht ein bisschen mehr einfach als Teil von der Welt wahrgenommen. Man ist irgendwie ein bisschen in diesem System inne gewesen. Man ist sich gewarnt gesehen, also es im Frühling, wenn der Schnee so langsam schmilzt, dass es da rumpelt, wenn die Launen oben abkommen. Man hat früher schon schwere Hochwasser auch gehabt. Was sicher so ist, das hat der Professor Bresch auch gesagt, die Besiedelung ist dichter geworden. Es sind mehr Sachwerte, die rumstammen. Ich sage alle, früher ist bei uns im Keller rum, da war etwa ein Schleifstein und ein paar Herdöpfel. Und wenn so ein Keller überflutet worden ist, dann hat man der Blut rausgeräumt und hat den Schleifstein wieder geputzt und die Herdöpfel haben wir sogar wieder waschen und essen. Heute sind natürlich Computer im Keller rum, eine ganze Haustechniker sind dort rum. Für Hunderttausende von Franken in vielen Häusern sind da Sachwerte rum und entsprechend sehen die Schäden anders aus. Also es hat zwei Aspekte. Einerseits, dass das Schadenspotenzial grösser wird durch die Zivilisierung auch von alpinen Gebieten. Und zum Zweiten ist damit auch die Affinität der Leute gegenüber möglichen Schäden anders geworden. Man erwartet vielleicht auch ganz andere Schutzmassnahmen und behördliche Massnahmen, wenn es einem dann nicht selber trifft. Aber über das reden wir auch noch. Und ich darf Sie bitte hier oben Platz nehmen. Und jetzt zu meinem vierten Gast. Das ist der Dr. H.C. Andreas Moser.
Ich habe das HC extra gesagt. Ich habe das HC extra gesagt, weil bis ein Basler, der in Basel studiert hat, an der Uni Zürich einen Ehrendoktor bekommt, dann muss es eine außerordentliche Persönlichkeit sein. Wie haben Sie das geschafft? Das schafft man nicht. Und als ich es erfahren habe, ist der erste Gedanke gewesen, mein Gott, es gibt so viele andere, die das noch viel länger verdienen würden. Das ist etwas, was einem trifft, wo ich das Glück habe. Und das ist auch nicht für eine wissenschaftliche Leistung, sondern für eine kommunikative Leistung. Und zum Glück muss man nicht selber über das urteilen, was andere über einen finden. Die kommunikative Leistung, das ist rund 20 Jahre im Gefäß Menschentechnik-Wissenschaft. Und Sie sind eigentlich ein Mitschöpfer und redaktioneller Leiter von dem Netz Natur, von einer Sendung, die schon fast Kultcharakter bekommen hat für alle Interessierten. Angefangen hat das bei Ihnen um ein Zolli Basel herum, wo Sie Tiere beobachtet haben. Und Tiere verfolgen Sie bis heute, denn Sie zeigen viele Veränderungen an Tierpopulationen, an ihrem Verhalten. Was lehren uns Tiere zum Beispiel hier in dieser Gegend, wo wir jetzt sind heute? Ganz wichtig ist, dass man Tiere überhaupt kennenlernt. Und wir haben jetzt vorher von Natur geredet. Und der Herr Fesnich hat von Natur geredet. Von den Leuten, die hier ankommen von dieser Natur. Aber die können einen Reh und einen Hirsch nicht unterscheiden. Und wenn ein Vogel durchfliegt, ist das einfach ein Vogel für die meisten. Also das heisst, es ist einfach eine Kulisse, die man mal als Natur bezeichnet. Und das ist ein grosser Unterschied, dass, wenn man mit dieser Natur vertraut ist, dennoch, wenn man durch den Wald läuft, in den Berg geht, rumschaut, Pflanzen sieht, dann ist man wieder heim. Man kennt jedes. Und das ist ein riesiger Unterschied zu einem grossen Teil der Bevölkerung, wo das einfach Gras ist. Und vielleicht kann man mal einen Laubbaum von einem Nadelbaum unterscheiden. Aber im Übrigen ist das einfach Wald. Und man tut die Kopfhörer in und geht joggen. Und das ist die Kulisse, wo man durch sich bewegt. Und das Wichtige ist, wenn es um Naturschutz geht, ist, dass man eigentlich weiss, was man schützt. Und dass es Beziehungen gibt, dass es Geschichten gibt. Hinter jeder Tierart verbirgt sich eine Geschichte, die verbunden ist mit anderen Tierarten, die man dann durch das auch kennenlernt. Und wenn man das schafft, diese Beziehung aufzubauen, dann gibt es eine viel engere Bindung und hat auch einen Respekt vor den Bewohnern von dieser Landschaft und sieht nicht nur einfach quasi den touristischen Wert von einem Gletscher oder von einer Seilbahn oder von dem, wo man sagt, die Schönheit von der Natur. Sie sind beim Schweizer Fernsehen tätig, Sie erreichen die Menschen, Sie machen auch Marktforschung, wer Ihre Sendung schaut und wie oft und wie lang und wie intensiv, hat grundsätzlich das Interesse von dieser Natur auch ihre Details und ihre Namen und ihre Mitspieler beim Namen zu kennen, können zu verorten, hat die Neugier zugenommen. Es berührt mich manchmal sehr. Ich habe gerade am letzten Montag an der Hochschule St. Gallen, an der Uni St. Gallen, Ökonomen darüber berichtet, was der Zusammenschluss von diesen Industriegiganten Monsanto und Bayer für die Natur für Auswirkungen hat. Das ist schon mal eine grosse Ehre, dass man einen Naturwissenschaftler kommt und fragen, nicht nur einfach die ökonomischen Teile anschaut, sondern auch die Kollateralschäden, den Seiteneffekt, was kann haben. Und dann ist am Schluss von diesem Seminar ist ein junger Student, also zwischen 20 und 25 Jahren, gesagt, in den 90er Jahren haben wir jede Sendung von ihnen geschaut. Ich bin dort vertraut. Und es ist mittlerweile so, dass es etwa 3 Generationen sind, wo das Netz Natur immer wieder mitgezogen hat und immer wieder mitgezogen hat, immer wieder Familien mit den Kindern. Und das ist für mich eigentlich eine unglaublich schöne Bestätigung und auch ein Motiv, auch in absehbarer Zeit, das in einer Art und Weise weiterzugeben, dass es auch weitergehen kann. Für einen Stutz im Tag, hat Frau Leuthard gesagt, aber das ist wieder ein anderes Thema und wir wollen ja heute jetzt nicht politisieren. Darf ich Sie bitten, dort vorne Platz nehmen? Ja, meine Damen und Herren, das ist unser Podium mit diesen Bezügen, mit diesen Lebensbezügen zur Frage, die wir uns heute Abend stellen. Nämlich, ist unser Engelberger Tal vorbereitet? Sind wir vorbereitet auf das, was geschehen kann? Auf das, was heute geschieht. Herr Hess, sind wir vorbereitet? Sie müssen natürlich Ja sagen als Regierungsrat, aber ich frage Sie als Mensch.
Als naturwissenschaftlich ausgebildeter Mensch, der Vögel unterscheiden kann und eine Rehe von einem Hirsch unterscheiden kann, denn Sie sind auch für Jagdfragen zuständig gewesen, wo Sie im Bundesamt Vizedirektor gewesen sind. Sind wir gut vorbereitet oder fehlt es am Wissen oder fehlt es am Willen, uns auf veränderte Bedingungen einzustellen? Also, ich bin auch jetzt für die Jagd zuständig und von dem her auch jetzt dafür zuständig, dass ich den Reh von den Hirschen unterscheiden kann. Und ich bin glücklicherweise nicht so wahnsinnig unterschiedlich unterwegs, ob ich als Mensch oder als Regierungsrat unterwegs bin. Darum kann ich sagen, auch als Mensch, ja, wir sind vorbereitet und nein, wir sind in vielen Bereichen auch nicht so gut vorbereitet. Das Ganze identifiziert sich ja nicht nur über Naturgefahren. Es gibt verschiedenste Aspekte, die sind auch angesprochen worden vom Professor Bresch, von der Martha Scheiber. Man redet von Wasser. Haben wir in Zukunft im Sommer noch genug Wasser auf den Alpen, oben auf den Landwirtschaftsbetrieb? Ist ein Thema, wo ich ganz ehrlich muss sagen, da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, ob wir da wirklich gut vorbereitet sind. Da sind die ganzen touristischen Aspekte, das ist angesprochen worden, auch von Friedrich Füssenich. Wir sind zum Glück ein bisschen eine Ganzjahresdestination. Ich habe in den letzten Jahren ein bisschen dürfen die Entwicklung von einer Bahn begleiten, die hier auf der Sonnenseite lokalisiert ist. Wir sind im letzten Dezember, meine Frau und ich, etwa wieder spazieren dort oben. Wir haben uns gewundert, wie viele Leute dort oben unterwegs waren. Es war weit und breit, kein Flocken Schnee. Es hat uns gesehen, als wäre im Spätherbst. Aber das Gebiet war voll, voll Leute. Die Touristen sind gekommen. Ich habe so zu mir gesagt, ja, also man muss nicht nur Angst haben wegen dem Klimawandel als Touristiker. Es gibt Alternativen. Man muss einfach die Flexibilität haben, dass man die Leute entsprechend halt unter den Bedingungen abholt, die man hat. Also das sind Aspekte, wo man wieder sagen kann, man ist vorbereitet. Es gibt andere, wo es vielleicht ein bisschen kritischer ist. Können wir uns vorbereiten, Herr Moser, wenn wir wollen? Ist es Nachlässigkeit, wenn wir nicht auf dem Stand sind, wo wir sind? Eigentlich sind ja die Informationen vorhanden über Indikatoren, die wir müssten warnen. Der Mensch ist ein Wesen, das erst dann reagiert, wenn es ihn unmittelbar betrifft. Und wir sind in einer Zeit, wo der Ich-Bezug in eine Dimension gewachsen ist, wo ich weit zurück muss schauen, von dem, was ich selber erlebt habe und wahrscheinlich auch, was historisch betrifft. Social Media, die ganzen Medien sind ein Teil davon, dass die eigene Befindlichkeit im Zentrum von dem steht. Und das bringt auch häufig mit sich, wenn halt die Menschen nur das noch als handlungsrelevant anschauen, was sie tatsächlich unmittelbar betrifft. Darum sind zum Beispiel im Fernsehen Gesundheitssendungen besonders beliebt, weil da interessiert es einem, was es einem selber betrifft. Und auch wir müssen immer, jetzt auch wenn wir über Natur reden, unsere nächste Sendung über Fisch heisst «Unsere Verwandten im Wasser», wo wir aufzeigen, dass Fisch Leben genau gleich anfängt wie ein Menschenleben und dass in diesem Kontext halt erst dann wirklich gehandelt wird und das zeigt auch die ganze Klimadebatte. Wir haben 2000 bereits eine Sendung zurück in die Zukunft, wo wir aufgezeigt haben, wie das die Gletscher anfangen abschmelzen und da ist überhaupt nichts passiert. Und es wird heute noch zum Teil nicht einmal geglaubt, dass es so ist. Ich bleibe immer noch an Ihrem Fisch. Wie sagen Sie denn unsere Verwandten im Wasser. Ja. Ja, es kommen mir jetzt einfach so ein paar Typen in den Sinn, die anzulängen sind wie Fisch. Die hat schon etwas mit dieser Verwandtschaft in einzelnen Fällen. Betroffenheit, selber betroffen sein von etwas, kann einen Denkprozess auslösen, das ist Ihre Aussage, aber es muss ein Ich, eine persönliche, meine Betroffenheit sein, so ein Ereignis wie Bondo, wo im ZDF, im ARD, in allen Sendern in Europa viel, viel Aufmerksamkeit ausgelöst haben, in der Schweiz eine Weile, jeden Abend. Macht das Menschen betroffen? Fühlen sie das im Verhalten von ihren Touristen, die nach Engelberg kommen und die Hänge vielleicht anders anschauen? Ja, ich glaube, das hat schon eher etwas mit dem Sensation, mit den Bildern, die man dort dann auch unmittelbar hat dürfen mitnehmen.
Und, aber der Mensch vergisst dann sehr, sehr schnell wieder. Also innerhalb von dem, das war das Bondo gewesen, und dann nächste Woche ist dann eine andere Naturkatastrophe, ein anderer Teil von dieser Welt. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Leute in Deutschland fragen, wo der Feldsturz war, sind, wissen sie vielleicht noch, dass einer war. Aber wo das jetzt passiert ist und dass sie wegen dem nicht gehen, reisen, ich glaube, das ist weniger der Fall. Etwas anderes wäre es wahrscheinlich, wenn jetzt dort noch 300-400 Leute gestorben wären, dann ist die Betroffenheit. Und das ist ja das eigentlich, in dem Spannungsfeld, wo wir uns bewegen, dass, wenn wir es anbringen, dass da nicht Menschenschaden über den Massen ist, dann vergessen das die Leute eigentlich sehr, sehr schnell. Die Menschen, die zu Ihnen kommen, die wollen hier Erholung. Und ihr seid ja nicht Lehrmeister von der Nation. Ihr versucht, ihre Bedürfnisse nach Erholung, nach Erlebnis in einer guten Art und Weise zu beantworten. Können die Menschen auch mit einem anderen Naturbegriff vielleicht von Engelberg fortgehen? Haben sie Angebote, die so persönliche Betroffenheit können herstellen können, Erlebnischarakter haben, die tief gehen? Ja, also wir wollen dort dann eigentlich nicht als Lehrmeister. Logisch kann man mit dem, das Wildbeobachtung ist etwas, was wir dann anbieten. Aber per se, wir probieren eigentlich auch mit einem Bauernbändchen oder die Leute jetzt nicht nur, dass sie auf den Titlis gehen, sondern dass sie eigentlich das ganze Gebiet als Erlebnis können erleben. Brunibar macht das sehr gut mit dem Lehrpfad, der dann nachher mit dabei ist. Aber ich bin dann ein bisschen, also Sie haben es richtig gesagt, wir sind nicht die Lehrer, sondern das, was wir können anbieten und was unsere Aufgabe ist, ist das vermarkten, was wir haben. Und dort ist die Natur eigentlich unser Hauptziel, dass die Leute wahrnehmen, wie die Natur dann nachher ist. Und ich glaube, das nimmt ja jeder für sich selber wahr, wie er das dann nachher will machen. Aber per se muss man sagen, dass eigentlich der alpine Tourismus im Verhältnis jetzt, wenn man den Badetourismus sehen, also die Leute, die zu uns in die Ferien kommen, dank dem Internet weiss man etwa dir, was für eine Ausbildung kennt und was für ein Einkommen. Also scheint es, wenn die Leute in die Ferien kommen, sind die in den Bergen, sind die durchs Band eigentlich relativ gut gebildet. Also, ich weiß nicht, ob das ein Indikator ist. Also, wenn man schlau will werden, sollte man in den Bergen Ferien machen. Wir werden jetzt nicht über philosophieren, wo die Dummen hergehen. Lassen wir das. Frau Schäuber, Sie sind nicht als Bäuerin aufgewachsen. Sie sind eine Kauffrau gewesen. Und Sie sind nachher Bäuerin geworden. Hat sich in Ihrer Betroffenheit, in Ihrer Einstellung mit dem Perspektivenwechsel etwas verändert? Ich muss Sie ein bisschen korrigieren. Ich bin eigentlich in der Bäuerei aufgewachsen und habe dann eine Zwischenlösung Kauffrau gemacht. Weil wir waren so viele Buben daheim, das wäre für mich nie ein Thema gewesen, dass es schlussendlich mich bereicht. Das war nie ein Thema gewesen. Aber Darf ich stelle die Frage anders. Im Umgang im Parlament, wo Sie tätig sind, im Spitalrat, wo Sie heute sind, ist ja die Mehrheit nicht Bauern. Sie haben eine ganz andere Berufe, eine ganz andere Biografie. Gibt es Unterschiede, wie man die Welt und die Natur anschaut als Bäuerin gegenüber denen, die Sie erfahren in Ihren Gremien? Gut ausgebildete, sensible Leute, nicht einfach Leute, die in der Welt herumtrampeln. Ich glaube schon, man ist, wenn man in der Bäuerei, in dieser Naturlandschaft, in der wir hier haben, aufgewachsen ist und die Augen offen hat, dann geht man auch in allen anderen Gremien anders durch die Welt. Man ist vielleicht ein bisschen gespüriger. Ich weiss, ich bin vor 2-3 Jahren von der Führer auf die Zieblenführer gelaufen. Hinter mir kommt eine Gruppe Leute nachher. Ich fragte, habt ihr gesehen, die schönen Feuerlilien? Wo? Ich sagte, die weissen, wer, wo? Das ist nur so. Wir haben die Tour gemacht, abhaken, die nächste. Aber das, was der ganze Weg ausmacht, die schönen Pflanzen, die tolle Aussicht, das hat man irgendwie gar nicht wahrgenommen. Das hat mich gedacht, ja, wieso mache ich dir überhaupt die Tour? Wieso laufe ich dir da durch, wenn ich das alles gar nicht sehe? Das gibt mir den Schutz, denke ich, so zu sein. Ja, vielleicht hat Ihr Hinweis dazu geführt, dass beim nächsten Spaziergang die Augen ein bisschen offener sind. Ich hoffe es, ja. Und nicht am Handy.
Ja, vielleicht sind sie auch nicht so trist fest gesehen, haben mehr auf den Weg müssen schauen. Ich muss jetzt aber so noch entschuldigen. Wir haben etwas gehört, dass persönliche Betroffenheit eine Ausgangslage ist, um überhaupt etwas zu lernen, etwas wahrzunehmen, einen Schritt vorwärts zu machen. Wir haben den Talammer hier, er hat uns schon begrüßt, Herr Höchli. Er hat gemeint, er sei jetzt befreit von allen Lasten und erlöst. Ich komme halt gleich zu Ihnen. Wir haben im einleitenden Votum gehört, wie wichtig das ist, dass wir auch überprüfen, was können wir tun in unserem Verhalten, Mobilität, im Bauen, in der Art und Weise, wie wir die Landschaft nutzen, damit wir in dieser Landschaft wir leben können, unsere Kinder und unsere Grosskinder leben können. Da braucht es eine grosse Sensibilität. Wie können Sie die Bevölkerung hier im Engelberger Tal mitnehmen? Das ist eine gute Frage. Ich könnte jetzt wieder Co-Direktor, Entschuldigung, Tourismusdirektor sagen, wir sind nicht da zum Belehren. Aber so einfach darf ich es mir als Politiker schon nicht machen und will ich auch nicht. Ich habe probiert vorher zu sagen, also es hat viel, wie Sie richtig sagen, mit Betroffenheit zu tun. Ich glaube, es ist die Aufgabe von der Politik, die Betroffenheit auch zu formulieren. Selber, wenn man Verantwortung hat, wird man auch hellhöriger, spüriger. Was können wir machen als Gemeinschaft? Das ist unsere Aufgabe auch als Gesamte zu sehen. Und dann muss man ehrlich sein. Und dort dann schauen, was mache ich privat. Darf ich mehr verlangen von den anderen, als ich selber mache? Und dann wird man wieder sehr bescheiden im Fordern. Sie haben vor, das haben Sie mir im Vorgespräch, wo wir uns getroffen haben, gesehen, hier eine grosse Versammlung und ein Gespräch durchzuführen. Können Sie uns kurz verraten, um was es gehen wird? Ah, das ist das Thema Tourismusforum. Etwa in einem Monat werden wir uns hier treffen und gemeinsam ein Forum schaffen. Ich sage dem auch ein Gefäß, dass wir gemeinsam und wirklich nur gemeinsam uns überlegen müssen, wohin gehen wir mit dem Tourismus in Zukunft. Und das kann man eben nur gemeinsam machen. Es ist nicht ein Forum, wie böse Zungen alle sagen, ich bin angesprochen worden von einem Journalist, das gut gemeint, hat gesagt, aber kritisch, und das sollen die Journalisten auch sein, hat gesagt, so, machen wir ein Forum, wenn ihr nicht weiter wisst. Und ich sage, nein, wir machen das Forum, damit wir wissen, wie wir weiter gehen wollen. Ein Forum, Herr Füssenich, eingeladen von der politischen Behörde. Ist das eine Konkurrenz zu Ihrer Tätigkeit oder sind Sie mitbeteiligt an der Vorbereitung? Ja, das machen wir schon miteinander. Nein, das ist ein längerer Prozess gewesen, wo wir ganz verschiedene touristische Akteure zusammengenommen haben. Wir haben etwas erarbeitet. Und das möchte ich mir dort vorstellen und danach so ein bisschen die Rahmenbedingungen, wo wir halt sehen, was müssen wir machen, damit wir miteinander die Zukunft erfolgreich können. Können Sie ein Thema sagen, das da eine Rolle spielt und wo ein Entente, das Zusammenspiel mit der Bevölkerung ganz wichtig ist? Alles. Das ist das revidierte Raumplanungsgesetz, wo jetzt danach beim Kanton ansteht, wo es danach um die Entwicklung geht, wo kann man etwas touristisch machen, wo muss man schützen, wo wollen wir etwas gestalten innerhalb von dem. Es geht um alpine Erlebnisse, Mountainbike, wo wir etwas auf die Beine wollen stellen. Es hat Zusammenarbeit an sich danach zu tun, also es sind ganz viele verschiedene, wir haben so Handlungsfelder definiert, wo dort mit dabei sind, aber es sind nur die Handlungsfelder, wo wir das Gefühl haben, dass, wenn wir es miteinander machen, dass wir erfolgreich sind. Also jedes Unternehmen für sich hat dann natürlich noch seine Verantwortung mit dabei. Aber das ist vielleicht das, was eine Destination halt ausmacht,
einer allein lange nicht, sondern eigentlich, wenn alle miteinander in eine Richtung gehen, dann kann etwas Grosses passieren. Wenn man so die Geschichte von den Menschen ein bisschen anschaut, Herr Moser, dann hat es oft Perioden gegeben, wo es irgendein Leitmotiv gab, wo all die anderen Denkfelder irgendwo angesteckt hat. Das hat eine Weile können in Zeiten von Katastrophen die Religion sein, der Glaube. Das hätte können sein, der Kampf ums bloße Überleben, wenn die Leute Hunger, Not hatten. Dann war das das Leitmotiv gewesen. Wir sind heute in einer glücklichen Gesellschaft hier in der Schweiz, in einer reichen Gesellschaft. Wenn ich Sie so gehört habe, wünschten Sie sich, dass so die ökologische Sicht wie ein Leitmotiv ein bisschen in allen Lebensbereichen eine Rolle spielt, in der Wirtschaft, in der Gestaltung der Arbeit. Ist das so oder gibt es noch leere Stellen, wo die ökologischen Fragen einfach zu kurz kommen? Also in meiner Erfahrung sind 80er Jahre etwas gewesen, wo wirklich Umweltanliegen zusammen auch mit der Diskussion um das Waldsterben, das ist einmal ein Schlagwort gewesen und das hat die Leute ein bisschen wachgerüttelt. Es hat dann die unsägliche Verquickung von Medien und Wissenschaftler gegeben, wo die Medien eine gute Story gebraucht haben und Wissenschaftler dann zu Prognosen verleitet haben, die so in dem Sinn so drastisch nicht eingetroffen sind. Danach hat natürlich die Gegenpartei wieder Aufwind gehabt und ich kann mich noch an einen Autokleber erinnern, zu seiner Zeit, wo es hat, mein Auto fährt auch ohne Wald. Also, und da ist einfach effektiv so, dass ich glaube, und ich habe mir ein bisschen vorbereitet auch und ein bisschen geschaut, dass Engelberg, das 2005-Ereignis, wie es in der Presse abgehandelt worden ist, das sind so einschneidende Ereignisse, wo dann die Natur einfach wieder eine Lektion erteilt und wo dann plötzlich der Gemeinschaftssinn, alle die ganzen egoistischen und alle die Ego-Trips, die in dieser Gesellschaft fahren, dass das natürlich die Leute wieder zusammenschweißt. Aber, und das grosse Problem ist das, dass natürlich der Tourismus muss auf die Egomanie, die in unserer Gesellschaft ist, Rücksicht nehmen. Und da kriegen wir grosse Spannungsfelder, oder? Wenn da plötzlich Mountainbike-Pisten durch Wildeinstände geführt werden, wo dann die Murmeltiere das gar nicht so lässig finden, wenn die da einfach als Aliens mit irgendwie papageienfarbigen Smart-Dress und Helm und Sonnenbrille. Und ich habe Szenen erlebt, wo man dann sieht, dass ich beim Fernsehen arbeite. Yeah. Die Beschreibung ist 1:1. Und dann auch ab und zu, und das finde ich eben noch verrückt, wir haben eine Babylonisierung von unserer Gesellschaft, dass die einzelnen Teile der Gesellschaft nicht mehr können miteinander reden. Wenn man den Wegmacher anschaut, mit seiner krummen Pfiffen und dem Bart bis da oben und der Schaufel, der dann einen Papageien nachschaut, wo nicht im geringsten irgendwie auch nur da zur Kenntnis nehmen, oder? Und da wieder dann zum drüber gehen, dass nachher dort, wo er mit dem Mountainbike ein Loch gemacht hat, dass er das wieder zuschaufelt. Das sind Welten. Das ist gleich weiter weg wie Neuguinea. Aber sind wir ein bisschen besser dran als in der Zeit vom Kleber, mein Auto fährt auch ohne den Wald, sind wir wieder ein bisschen auf der besseren Seite? Im Moment nicht. Weil es fehlen die Elementareignisse, die die Leute wirklich im Leben treffen. Wir sind auf dem Ego-Trip bis aufs Letzte. Da ist der Bildungsminister vom Kanton Obwalden. Und oft, wenn die Eltern ein bisschen versagen, setzt man auf die Schule und hofft, dass man wenigstens die Jugend entsprechend könnte ausbilden. Herr Regierungsrat Enderle, wie sieht das heute aus mit Lehrplan 21 und all diesen Fragen, die wir hier beschäftigen, spielt das eine Rolle heute in der Bildung? Also, ich denke, das ist wirklich elementar. Und wenn vorhin das Beispiel Martha Scheiber gebracht hat von dieser Gruppe, da habe ich an eine Schulklasse denkt, wenn so ein Lehrer vorausläuft, noch, in dieser Haltung, dann ist das eine Katastrophe. Und ich glaube, das ist die Aufgabe der Schule heute, wirklich die Sensibilität für Zusammenhänge und für das Kleine und für die Beziehung zur Natur, dass man das wecken kann. Und da braucht es natürlich eigentlich Investitionen in gute Lehrpersonen. Da bin ich als Bildungsdirektor überzeugt, dass wir das machen müssen und dass das geratet. Und erst so können wir ja an den Jugendlichen oder an den Kindern eben der Geist wecken, wo es braucht. Und in ihren Sendungen, Herr Moser, da kommt das zum Ausdruck. Ich mag mich sehr gut erinnern, als ich sie gehört habe reden, habe ich mich wieder erinnert, wenn ich mit den Kindern daheim ihre Sendungen geschaut habe. Und da sind wir auf dem Weg. Ich glaube, das ist wichtig. Unsere Bundesverfassung hat eine wunderschöne Präambel, ein Vorwort.
Und dort steht so ein Halbsatz, dass wir Politik ausrichten müssten. Sir Moser hat mich daran erinnert und ich bin nachschauen, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung müssen wir unsere Politik und unser Zusammenleben, unser Politisches in dieser Gesellschaft ausrichten. Ist das so in der täglichen Politik, Herr Regierungsrat? Ich glaube, man tut das vielleicht nicht gerade so in die Worte kleiden, aber letztendlich geht es immer um Verantwortung vor der Schöpfung. Wir arbeiten in der Natur, wir arbeiten mit der Natur. Und wenn wir da irgendwie probiert, uns gegen die Natur zu stemmen, da wurden wir immer irgendwie wieder zurückgeholt. Man sagt dem, wie gesagt, vielleicht nicht ausdrücklich in der Verantwortung vor der Schöpfung, aber ich denke, gerade in den Bergen, da kann man nicht anders schaffen, als dass man auf die Natur letztendlich Rücksicht nimmt, dass man schaut, was wo ist. Man kann nicht irgendwie unten an einer Felswand an ein Dorf bauen oder in einen Lauizug rein. Man muss da die Gegebenheiten berücksichtigen. Aber es stehen da und dort in unserem Land Häuser in diesen Lauizügen und die Behörden müssen sich durchsetzen, dass Häuser verlassen werden müssen. An unserem schönen Vierwaldstättensee, nicht weit weg von hier, haben so Häuser müssen aufgegeben werden. Haben wir dazugelernt? Ich behaupte, wir haben dazugelernt. Ich bin da vielleicht ein bisschen positivere Sicht, das jetzt zu sagen, wir standen wieder am genau gleichen Ort als in den 80er Jahren. Es hat in den 60er, 70er, 80er Jahren jetzt eine gewisse Euphorie gegeben, dass man da wirklich eben nicht mehr mit dem nötigen Respekt an der Natur und an der Schöpfung gegenüber agiert hat. Es hat nachher in den 70er Jahren ein Ereignis gegeben, das einem da wieder auf den Boden von der Realität zurückgeholt hat. Seit den 70er Jahren macht man Gefahrenkarten, macht man Zonenpläne und dann hat man ja da und dort gemerkt, dass Häuser an Orten stand, wo sie nicht mehr stehen. Auch die Häuser da in der Horlaue, wo müssen geräumt werden, bei Weggis, die sind nicht über hunderte von Jahren schon dort gestanden. Die sind irgendwann in dieser Epoche dort angekommen. Irgendwann hat man gemerkt, sie standen vielleicht gleich am letzten Ort. Die Öffentlichkeit hätte an vielen Orten müssen Geld in die Finger nehmen, müssen Schutzmassnahmen ergreifen. Und an gewissen Orten sagt man so, die Häuser müssen jetzt fort, die müssen an ein anderes Ort. Gewisser Gegensatz zu Ihrer Aussage, Herr Moser, wo gesagt hat, wir sind nur beim Plakat, mein Auto fährt ohne Wald. Und hier auf dem Reis hören wir, es hat ein Lernprozess stattgefunden. Also ich muss einfach sagen, dass Biodiversität auch im Berggebiet in den letzten 20 Jahren drastisch zurückgegangen ist. Es ist gestern eine Publikation herausgekommen, die aufzeigt, dass in den Naturschutzgebieten von Deutschland breitestens abgestützt noch 30%, etwa 70% von den Insekten im Schnitt und im Sommer 82% von den Insekten verschwunden sind. Das ist dramatisch und das ist immer im Raum gestanden, man hat es bis jetzt nie wirklich können belegen und jetzt ist eine Studie herausgekommen, die das wirklich hieb- und stichfest zeigt, in Naturschutzgebieten. Und die Landwirtschaft hat dort natürlich eine ganz grosse Verantwortung und da ist eine Intensivierung, auch im Berggebiet, hat stattgefunden in den letzten 10, 20 Jahren, wo zu einer grossen Verarmung der kultivierten Flächen geführt hat. Die Wiesen ist zwar noch grün, aber die Vielfalt von den Magerstandorten, die wir einmal hatten und die charakteristisch sind von diesem Berggebiet, die charakteristisch sind vom Käse, wo man heute, weil zum Teil wird Kraftfutter auf die Alpen hochgefahren, weil die armen Kühe, die so viel Milch produzieren müssen, sich auf dieser Fläche gar nicht mehr richtig ernähren können. Vielleicht sind wir da in Engelberg ein bisschen tiefer. Also das gilt also aber eine Höhe von 1600 bis 2200 Meter. Aber, dass man zum Teil, ich weiss es nicht, ich kenne es Tessin sehr gut, und dort ist es wirklich dramatisch. Es mag sein, dass es da ein bisschen anders ist, weil auch die Landwirtschaftsberatung ein bisschen anders ist. Aber insgesamt geht es der Biodiversität in letzter Zeit nicht besser. Frau Schäuber, ja. Sie haben jetzt zugelassen. Er hat sie so mit einem Klammersatz schier ein bisschen entschuldigt. Er kennt das Plenio-Tal sehr gut und hier sind wir in Engelberg. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
Also ich gebe ehrlich zu, ich will nicht vor allem die Hände ins Feuer legen. Aber ich bin so lange jetzt auf unserem Boden. Ich meinte, von der Bewirtschaftung her hat nicht viel geändert. Es hat von den Pflanzen her, wenn ich an Frühling denke, es ist alles wohl Suiblume, die Guckerblume blüht. Also es ist nicht irgendwie nur englisch oder italienisch Reigraswiese. Überhaupt nicht. Also wir haben schon noch ziemlich Biodiversität, aber wenn Sie sagen, die vielen Insekten, ich bin Fan von Honig, das macht mir natürlich Angst, wenn ich dann plötzlich denke, es hat plötzlich nicht mehr genug Blumen rum für den feinen Honig. Neue Studie zeigt, dass ganz viele Honigproben bis ins Hochgebirge Neonicotinoide enthalten. Das habe ich gehört. Und das kommt von neuem. Und das hat Effekt auf die Zeit raus, ja. Oder? Ja. Also das ist... Ich glaube, es ist jetzt... Ich nur Engelberger Honig. Ich glaube, es ist jetzt der Moment gekommen, wo ich ein paar Stimmen bei Ihnen einfach so hole und Ihre Meinung höre. Da ist ein Mitglied vom Stiftungsrat, ein ganz berühmter Professor. Können Sie sich doch kurz vorstellen, was Sie gemacht haben? Norbert Thum, ja, ich habe geforscht im Gebiet Innovation, Organisation, Personal. Und heute ist durch die Presse oder gestern, dass er der effizienteste und beste Innovationsforscher sieg, der zurzeit lebt in Europa. Und das haben die Deutschen geschrieben. Über einen, der schon lange in der Schweiz ist und Schweizer geworden ist. Norbert Thomas, haben Sie uns mitteilen? Ja, ich hätte eine Frage an den Regierungsrat. Und zwar, er hat ja ambivalent geantwortet auf die Frage, sind wir gut vorbereitet. Er hat zum Beispiel gesagt, beim Wasser habe ich Fragezeichen. Und ich wollte ihn fragen, mit seinem politischen Gespür, wo sind da allenfalls Widerstände? Gibt es eine Mobilitätslobby? Gibt es eine Tourismuslobby? Wo sind da viele, zum Beispiel fast subkutane Widerstände gegen die Innovation, die wir eben brauchen, zur Erhaltung unserer Lebensqualität? Bevor ich... Er muss ein bisschen Zeit haben, sich das gut zu überlegen. Nein, das ist fair, also... Ja, möchte ich euch gleich fragen. Wir haben gehört, es gibt Risiken, es gibt Gefahren, es gibt aber auch Chancen, Sachen, die wir auch besser gemacht haben, wo wir heute das Thema angeschaut haben und daher gekommen sind so zahlreich. Was war das Hauptinteresse, das euch daher getrieben hat? Euch hat ja niemand geschuckt, ihr seid selber gekommen. Ja, richtig, ja. Wenn ich das ein bisschen umschaue, gehöre ich wahrscheinlich eher zum jüngeren Publikum. Und mich hat vor allem der Bildungsaspekt so ein bisschen interessiert. Ich bin Lehrer in Alpnach und habe so einen Halbbezug zu Engelberg und habe gefunden, das ist so eine Thematik, die man sehr gut mit Schülern eigentlich aufgreifen müsste. Und ich wollte mal so ein bisschen reinhören, wie gestandene Männer und Frauen das wollen angehen und natürlich probieren dann irgendeine Konklusion rauszunehmen für mich und das irgendwie mit den Schülern irgendwie in einer Form umsetzen und als Ideenbörse komme ich da hin. Ich frage Sie am Schluss noch, ob Sie einen Gedanken mitnehmen können in Ihre Schule. Aber einen überraschenden, guten Aspekt, den Sie schon eingebracht haben. Darf ich Sie fragen, was Sie heute in den Saal gebracht haben? Gut, das ist eine Information allgemein. Ich komme aus dem Unterland. Und ich bin eigentlich Tourist, vor allem im Winter, als Skifahrer. Und es war dann sehr negativ, wenn man plötzlich nicht mehr die gleichen Vorkommnisse hat, wie es jetzt ist. Und darum haben wir es einfach mal ganz allgemein anhören, was da passiert. Haben Sie ein bisschen Kummer, dass es in Bezug auf Schneesicherheit und Ihren geliebten Sport, den Sie betreiben, könnte im Verlauf unserem Leben Änderungen geben? Ja, in einem gewissen Sinn schon. Ja. Also, wäre natürlich sehr negativ, wenn sich das da massiv verschlimmern würde. Ja. Wenn sich da der Gletscher, wie soll ich sagen, so abschwächt, oder? Dass da gewisse Nachteile sind. Oder? Merci. Was hat Sie motiviert, heute Abend hierher zu kommen? Guten Abend miteinander.
Ich wohne in Olten, bin extra hierher gekommen wegen dem Podium. Ich bin ferienhalber immer in Engelberg. Ich bin Fan von Herrn Moser. Und ich behaupte, ich höre nicht, gebe mir Mühe, dass ich nicht zu denen gehöre, die auf dem Ego-Trip sind. Ich bin Vegetarierin, habe kein Auto und nehme Tierschutzfell auf. Und von dem her ist das mein Thema heute Abend. Und ich hätte eigentlich eine Frage noch an Herrn Füsserich, wie die Zukunft ist mit den Schneekanonen, wie nachhaltig ist das ist, wenn man hört, dass das Wasser ein Problem werden kann in Zukunft in den Bergen. Ich nehme jetzt einmal die ersten Stimmen ins Podium, ich komme nachher gleich wieder. Herr Regierungsrat Hess, kämpfen Sie gegen Lobbys, gegen Kräfte, die Innovationen, das heisst Veränderungen, Verbesserungen, die sich bewähren in der Praxis, ob das Beleuchtungskörper sind oder anders. Wir haben ja heute auch ein paar Beispiele gehört im einleitenden Referat, wo sich gegen jedes Wissen streuen will und versucht, Entwicklungen zu verhindern. Also ich nehme das nicht so wahr. Ich glaube auch nicht so an die unbelehrbaren Leute, die Verschwörungstheorien. Ich bin da ein bisschen ein positiv denkender Mensch. Ich glaube, es ist schon sehr viel in sich gewachsen. Es wird weiter in sich wachsen. Was man muss sagen, die Leute haben vielleicht manchmal einen kurzfristigen Horizont. Und das ist etwas, was ein Problem ist im Umgang mit der Natur. Man muss eigentlich über Jahrzehnte denken, die Auswirkungen, die unsere Handlungen heute haben. Und da kann man nicht in Quartalsabschluss denken. Und das ist dann vielleicht ein Trend, wo wir damit umgehen müssen, dass die Leute sagen, so, jetzt will ich da irgendein Angebot etablieren, das kurzfristig Rendite bringt und für die Natur nicht gerade so optimal ist. Und man denkt dann nicht, dass das vielleicht über Jahre, Jahrzehnte genau das, wo wir eigentlich langfristig davon leben, die Natur, die Landschaft, als das dort Schaden stiften. Ich will auch ein bisschen gegen eine Polemisierung antreten. Also man sagt, man hört von dem Verlust von der Biodiversität. Ich würde sagen, man hat in den letzten Jahren wirklich viel gemacht. Wir tun bei eurer Liebe mich alle nicht, wenn ich da komme und sage, die Bächte sollte jetzt anderthalbmal, zweimal so breit sein, die sollten wieder geschiebt führen, für das die wir arbeiten. Die Lebensbedingungen haben sich verbessert. Und wenn ich das so den Bäuern erkläre, die eben nicht immer Freunde sind von diesen Massnahmen, die wir da machen, die begreife ich das heute. Also ich nehme sehr viel Verständnis auch wahr bei diesen Gruppen, wo man könnte sagen, die tun das hintertreiben, wenn man sagt, es wird heute da lastwagenweise Kraftfutter auf die Alpen raufgeführt, dann muss ich sagen, es hätte vielleicht dann schon eine Epoche gegeben, wo man mehr dieser Kraftfutter raufgeführt hat, aber ich glaube, man kann nicht die Geschichte jetzt immer und immer wieder hinführen holen und sagen, die Welt ist so furchtbar schlecht. Es hat Entwicklungen gegeben, die problematisch gesehen sind. Ich glaube, man hat da sehr viel von dem auch korrigiert heute wieder. Und die Leute, die da betroffen sind, die haben auch eine Einsicht gewonnen, dass das nicht eine langfristige Lösung ist. Im Waldsterben muss ich sagen, ich bin mit dem Waldsterben gross geworden. Dank dem Waldsterben habe ich Arbeit bekommen. Vor dem Waldsterben waren Forstingenieure arbeitslos. Neben dem, was mir das Waldsterben Arbeit gebracht hat, hat es auch zu einer viel bessere Luftqualität geführt. Wir haben in den 80er Jahren haben wir unsere Luftreinhaltebestimmungen wirklich vorbildlich können anpassen. Das hat uns vor Situationen verschont, die man heute in China hat, wo man manchmal nicht mehr 50 Meter weit sieht vor himmeltrauriger Luftqualität. Und da wird der grosse Vierer dort noch viel zu tun haben, bis er da wieder klare Luft hat. Zwischenzeit mit den Chinesen zu uns kommen, die Luft schön bei uns genießen.
Sie sind auf einen Zielkonflikt angesprochen worden, wo es natürlich gibt in der vielfältigen Nutzung von der Natur, Wohnen, sich erholen, Tourismus als Einnahme, und die Schneekanone ist ein bisschen ein Symbol für viele Menschen, für etwas, das ein Eingriff ist in die Natur und wo Schaden errichtet. Wie ist Ihre Haltung? Also ich kann die Frage natürlich sehr gut verstehen. Und die Situation ist jetzt in Engelberg so, dass das in dem Sinn alles Wasserstrom ist. Das ist sehr stromintensiv, aber alle Bahnen fahren eigentlich mit Wasserstrom. Auf der Bruni-Seite sagen sie, es ist von der Sonnenenergie zum Teil, wo dann nachher das Wasser, es ist also so, dass das Wasser, oder wo der Schnee produziert wird, das sind keine chemischen Zusatzstoffe, sondern das ist Blutswasser, wo dann nachher halt in dem Sinn zu Schneekristall umgebaut wird. Es ist natürlich so, und da bewegen wir uns natürlich schon auch, ich denke, wir haben auch ein Recht, da oben ein Auskommen dürfen zu haben. Wenn ich die letzten vier Winter anschaue, hätten wir keine Schneekanonen gehabt, hätten wir keine Skifahrer gehabt. Und dann hätten wir ein bisschen unsere ökonomische Grundlage da verloren gehabt. Aber aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt 7 Jahre in dieser Verantwortung drin, und all was mit den Behörden und mit der Spagat zwischen der Natur und eigentlich der Bewirtschaftung in dem Sinn, wo die Landwirtschaft und der Tourismus ja auch innerhalb von dem sind, dünkt mich, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Etwa die machen wir hinter den Fuß im Sack und sagen, was müssen wir jetzt das auch noch machen und das Umweltverträglichkeitsding. Und wenn man irgendwo einen Stein von links auf rechts macht, dann muss dann nachher noch nachgewiesen werden, dass es dort noch wirklich nichts ist. Mich dünkt, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und dann ist es natürlich schon auch so, wenn wir, also wir haben ja da in Engelberg das ganze Hahnengebiet, das ist mehr oder weniger schon fast das Naturschutzgebiet. Wir haben touristische Intensivnutzung im Titlis, zum Teil auch ein bisschen im Bruni. Und den Rest, den müssen wir auch sicher so erhalten. Und die Karte, die wir hatten, wo man sagt, dort machen wir etwas und da machen wir nicht, das hat schon in den 80er Jahren angefangen. Und das hat eigentlich in Engelberg angefangen, noch bevor das der Kanton oder der Bund auf die Idee gekommen ist. Also ich glaube, die Leute, die da wohnen, die haben schon sehr ein gutes Gespür, was richtig und was wichtig ist. Und das sind eigentlich die es am meisten verteidigen, dass es so auch eine Generation weitergeben kann. Herr Moser, es war Ihr Fan, der die Frage gestellt hat. Die Dame ist von Olten daher gekommen für Sie. Ich will das auch einmal erfahren, so etwas. Es ist nicht ganz einfach, mit so etwas umzugehen. Thema Schneekanone, ein Wort dazu, zu diesem Zielkonflikt aus Ihrer Sicht? Ich glaube, man erlebt heute oben etwas ganz, also für mich ist es jetzt auch spannend, quasi in der Beobachterrolle dort zu sitzen, dort oben. Und da jemand zu sehen, wo das, was muss gemacht werden, auch glaubwürdig kann vertreten. Es kommt auf die einzelnen Personen drauf an. Und die verwurzelt sind und die mit den Leuten und auch ihre Sorgen können teilen können. Und wenn ich vorher ein paar kritische Bemerkungen gemacht habe zur Landwirtschaft, dann habe ich selbstverständlich auch auf dem Radar, wie schwierig die Landwirtschaft ist, wie enorm man schafft und eigentlich einen relativ bescheidenen Verdienst erwirtschaftet, wie personalintensiv das, was man machen muss, ist und man einfach, das man halt einfach nicht lenkt. Früher war das viel, viel einfacher gewesen. Da hat es Manpower gehabt, das hat nicht das gekostet, was heute ist. Und dort kommen wir auf einen ganz entscheidenden Punkt. Oder? Am Schluss ist es immer der Kostenfaktor, der über das, was machbar oder was wünschbar ist, im Naturschutz, im Tourismus und überhaupt entscheidet. Und diese Aspekte, denke ich, sind jetzt hier im Tal, so wie ich das auch spüre. Und ich kann vielleicht noch eine Kleinigkeit sagen. Ich habe als 22-jähriger Student hier Jugendlager, Naturlager geleitet. Und ich habe dort schon zum Teil so Kontakt gehabt mit der Bevölkerung. Und vielleicht ist es hier nicht ganz angebracht, allzu kritisch zu sein, weil das Engelbergertal doch eine ganz spezielle Gemeinschaft ist, in sich geschlossen auch, und wo vielleicht auch schwer vergleichbar ist mit anderen Gebieten. Wenn ich Engelberger wäre, mir würde der Kragenschild platzen jetzt. Nein, aber
es hat etwas. Es hat etwas. Ich wohne hier in der Schweiz und man hört sie auch an meiner Sprache. Und es ist eine Talschaft, die einen eigenen Charme, einen eigenen Charakter hat. Und der miteinander wieder mal zu besprechen und herauszufinden und versuchen, das ein bisschen als Norm zu nehmen für unser Verhalten, würde sich schon einmal lohnen. Was ist das Spezielle von dem Tal? Ihr seid nicht irgendwer. Vorher hat sich eine Lehrperson hier als jung bezeichnet, ihr seid noch viel jünger. Was hat sie daher geführt heute Abend? Was ist ihr Interesse? Wir sind vor allem da, um uns einfach informieren über das. Wir versuchen das mit Dokus, mit solchen Anlässen, mit Filmen, mit allem, was uns zur Verfügung steht, uns über das zu informieren und so auch herauszufinden, was wir machen können, was wir beitragen zu dem. Wie ist das Interesse und die Kraft Ihnen entstanden, sich mit diesen Fragen zu befassen? Und das, wenn möglich, Ihr eigenes Leben zu übernehmen. Ist das die Schule gewesen? Ist das Ihr Elternhaus gewesen? Sind das persönliche Erfahrungen gewesen? Das hat sich einfach so mit der Zeit ergeben, ja. Das ist eigentlich von nichts direkt gekommen. Es hat einfach, das Interesse ist einfach da, weil es ist unsere Umwelt. Ja, unser Planet, unser Zuhause. Und von dem her, ja, finde ich einfach, ist es klar, dass das Interesse da sein. Jeder Mensch. Es tut gut, das zu hören, Herr Moser. Vielleicht sind ihr... Ja, tut gut. Darf ich Sie fragen, Sie sind ein bisschen eine ältere Generation. Was hat Sie daher gebracht? Ja, der Beruf. So? Ja. Ich bin mit 25 hier auf Engelberg. Auf Gemeinde. Und Sie arbeiten und leben hier? Ich arbeite nicht mehr. Und lebe hier, ja. Wir sind eigentlich Luzerner Hinterländer. Ich würde noch gerne dort wohnen, aber die Frau, die will nicht mehr fort von Engelberg. Die Frauen haben etwas mit Engelberg, das war schon ihrer Familie so gewesen. Die haben eine Kraft hier oben. Ja. Ich frage eine Dame, darf ich Sie fragen, was Sie heute Abend daher geführt haben? Ich habe einfach Interesse, was mit unserer Natur so alles passiert. Wir wohnen jetzt mitten im grössten Tourismuskuchen mit unserem Heim, wo wir seit 5 Jahren nicht mehr selber betreiben, weil wir im Unruhestand sind. Aber es ist ein grosses Interesse, wie sich das Dorf, die Landschaft weiterentwickelt. Ja, sicher. Und es ist so, unsere Jungen sind alle auswärts, unser Sohn und die Töchter kommen wieder sehr gerne heim. Und vor allen Dingen die Berge immer zum Fotografieren und sofort weiterschicken, die Fotos. Also man kommt nie genug über davon eigentlich. Das ist schon wahr. Was hat Sie daher geführt? Ich habe meine Jugend, also Mengen Abend in Trübsee oben, bis Parmettes übernachtet. Ich habe viele Nächte im Furki oben übernachtet. Bei verschiedenen, also zweimal in Hahnen oben gewesen. Wir haben einen ganz schönen Kontakt zu Engelberg. Also Jugend und auch später. Und es hat uns einfach interessiert, was beschäftigen die Leute oben. Das ist uns nicht gleich, wenn wir als Tourist raufkommen. Was beschäftigen Sie als Tourist, wenn Sie da raufkommen, nach so vielen Jahren und können vergleichen? Dass der Haufen noch grün bleibt. Das ist Ihr Wunsch? Ja, ja. Aha. Ich auch. Dass der Haufen noch grün bleibt. Sind Sie auch als Touristin hier? Nein. Wir sind schon seit dem 86 sind wir immer ein bisschen in Engelberg gewesen und es hat uns einfach immer besser gefallen. Und jetzt sind wir einfach fest da und es gefällt uns sehr, sehr gut in Engelberg. Wir möchten eigentlich gar nicht mehr fort. Wenn ich in der Ferien bin, komme ich immer gerne wieder zurück. Und wenn Sie sich überlegen, die Talschaft und Ihren Stand, Ihre Entwicklung, was bewegt Sie? Ja, es ist einfach schön. Klar hat es Sachen, wo Überraschungen kommen, wie jetzt das Wetter und so. Aber es ist einfach schön, es ist so gemütlich und man hat einen Haufen Möglichkeiten. Das ist geradezu ein Werbespruch gewesen. Ich glaube, der Tourismusdirektor merkt sich das.
Darf ich Sie fragen, was Sie heute Abend daher geführt haben? Wir sind miteinander gekommen. Ich habe sie in der Zeitung gelesen. Ich habe gesehen, also ich habe nur vom Herrn Moser gelesen. Der Herr Moser da ist. Dann müssen wir gehen, schauen, seine Netzsendung immer. Ich habe heute noch schnell mit einer Tochter telefoniert und da ist ein Kleiner ans Telefon und hat gesagt, Mumi, hast du doch noch gesagt, es käme jetzt eine Sendung von Herrn Moser über dir? Wann kommt jetzt das? Und dann habe ich gesagt, ja, wir gehen den Hinichtag hören, aber die kommt heute Abend. Ich habe sie aufgezeichnet, dass ein Grosskind könnte bei mir schauen. Ein wahrer Lockvogel, der Moser. Ich möchte noch zwei, drei Stimmen einholen. Was hat Sie heute Abend hierher geführt? Ja, ich bin halb in Engelberg. Ich bin an dem Sonnenpass aufgewachsen. Ich bin eigentlich ein Stäfeler. Und seit 5,5 Jahren in Engelberg. Und ich stelle einfach fest, ich habe davor 30 Jahre in Zarnen gewohnt. Und wenn ich sehe, wie der Zusammenhang in Engelberg ist, wenn man zur Natur schaut, wie aber auch die Landwirtschaft verankert ist und der Tourismus, der imponiert mir das. Und darum interessiere ich mich für das Tal. Dankeschön. Und noch eine junge Stimme. Was hat Sie daher geführt heute Abend? Ja, mir ist es eigentlich, weil ich hier aufgewachsen bin. Ich bin jetzt 19 und ich möchte weiterhin hier wohnen. Ich bin ein Engelberger und darum nimmt es mich wunder, wie es mit der Zukunft noch anscheinend von dem Tal. Haben Sie schon eine Ahnung bekommen heute Abend? Eine Antwort, eine vorläufige, eine Idee, die Sie mitnehmen? Oh. Ja, eben, dass sicher in der Zukunft Natur wichtig ist, dass man zu der schaut und dass man einfach miteinander arbeiten kann. Ich glaube, Sie haben einen ganz wichtigen Aspekt, dass die Natur in unserem ganzen Denken eine wichtige Rolle muss spielen und dass wir eigentlich nur miteinander etwas erreichen. Und dass wir uns gegenseitig eigentlich müssen überzeugen. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Worte. Und damit kommen wir ein bisschen zur Kommunikation, Herr Moser. Sie haben eine Sendung, die für viele Leute einen Kultcharakter bekommen hat. Aber es ist immer auch eine Gratwanderung, wenn man so etwas macht, zwischen Wissen und Ahnen, zwischen negative Aspekte darstellen, aber nicht zu polemisieren. Wie schafft man die Richtschnur? Es wird immer schwieriger. Weil die Medien werden immer schriller und wir stehen natürlich in einer klaren Konkurrenz zu Parallelsendern und ähnlichen Produktionen, wo das immer schon leider Schnittrhythmus. Als ich angefangen habe beim Fernsehen im 87, da haben Kötterinnen keinen Schnitt gemacht, erlaubt, der nicht 5 Sekunden lang war. Und heute gibt es Halbsekundenschnitt. Es wird alles gespeedet. Wenn Sie Naturfilme anschauen, dann da haben Sie kaum einen, der nicht Wolken in einer Hektik über den Himmel fräsen. Wir haben kategorisch gesagt, das machen wir nicht. Also das sind, wir versuchen ein Stück weit antizyklisch zu fahren. Und ein ganz wichtiger Punkt, und da nehme ich den Auftrag vom Service Public sehr ernst. Wir müssen alle können reden. Und das hat jeder aus seiner Perspektive Grund und eine Berechtigung zum seinen Standpunkt einnehmen. Und häufig ist es einfach, dass Nichtwissen von Zusammenhängen noch zu Positionen führt. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, Babylonisierung. Ich habe kürzlich an einer Runde teilgenommen, wo es um die Jagd gegangen ist. Und da ist eine Zürcherin, die eine Initiative eingereicht hat, eine Tierschützerin gegen die Jagd im Kanton Zürich. Und der Präsident vom Bündner Patentjägerverband, oder? Und da ist als Bub, ist da mit dem Papa. Und dann hat er das Tier heimgebracht. Und dann hat er das erste Mal dabei sein, wenn er geschossen hat. Dann hat er das Ausnehmen erlebt. Und das ist für die Frau etwas so absolut Fremdes. Sie hat nicht die geringste Chance, der Wert und die Wichtigkeit von diesem Erlebnis und von dieser Einbindung zu sehen. Und das ist etwas, was in dieser Gesellschaft ganz schwierig ist. Und wir probieren in unseren Sendungen immer, verschiedene Elemente einzubauen, Wissenselemente, humoristische Elemente, nachdenkliche, philosophische Elemente, so dass für jeden von diesem ganz heterogenen Publikum immer etwas da ist. Wir haben nicht den Anspruch, dass man die von A bis Z toll findet oder kann folgen. Aber ich glaube, die Vielfalt ist immer etwas ganz Wichtiges im Kampf gegen die Einfalt. Frau Schöber, ich weiß nicht, ob Sie schon Großmutter sind. Ja. Sie sind schon Großmutter. Stolze Großmutter. Und ich bin Großvater. Wir haben vorher hier junge Stimmen gehört. Das ist mir schon klar. Die jungen Menschen, die heute Abend da kommen,
sind nicht einfach stellvertretend für alle jungen Menschen, die hier sind. Aber wir haben da Stimmen gehört, Natur ist mir wichtig, das ist ein Planet, die Erde haben wir nicht gekauft, die haben wir geschenkt und wir müssen sie für andere Menschen so weitergeben, dass auch sie können leben können. So habe ich sie auch verstanden. Machen Sie die Erfahrung, dass bei jungen Menschen so etwas aufkommt, wie vielleicht einen sensibleren Umgang mit Natur, wenn Sie an Ihre Grosskinder, an Ihre Familie, an Ihre Verwandtschaft, an junge Menschen denken? Ich denke, man muss selber natürlich auch bereit sein, um solche Leute zu sehen und zu spüren, dass man Kommunikation nachher machen mit ihnen und sich selber eben auch Zeit nehmen und nicht vielleicht selber zu schnell auf dem unterwegs sein oder was auch immer. Aber ich würde schon sagen, es hat viel herum, wo wenn wissen, wie funktioniert was, wo Tore offen haben, wenn man etwas erzählt, was man am Morgen früh gesehen hat, welche Tiere, die kommen fast nicht zu staunen raus, dass das hier mitten im Dorf passiert, dass halt der Fuchs unterwegs ist und die Hirsch und Gämsche und was auch immer. Die Leute sind so bereit, um das alles miterfahren. Man muss sich eben auch Zeit nehmen, das alles zu erzählen. Grosskind sowieso, da muss man manchmal nur wehren, dass sie nicht zu fest in der Kirche umtrollen und in der Natur sind. Also, ich habe ein Grosskind, das wir das erste Mal miteinander Herdöpfel ausgetan haben, hat jeden Herdöpfel abgeschleckt. So schöne Sache gewesen. Muss man jetzt auch überbremsen. Aber es ist wirklich wunderschön zu schauen, wenn man sie mitnehmen kann und alles geniessen. Also, diese Chance ist da und unser Lehrerkollege, der in Altnacht, glaube ich, hat gesagt, unterrichtet, haben Sie es richtig bei mir aufgenommen? Ja, ich glaube, ihr habt eine Aufgabe und ihr habt eine Chance, heute bei jungen Menschen Augen aufzutun, Ohren aufzutun, aufmerksam zu machen. Aber man muss es ein Stückchen vorleben. Wir kommen jetzt so langsam gegen die Schlussrunde von unserem Gespräch hier, aber ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, vielleicht die eine oder andere Frage noch zu stellen. Ist jemand da? Ich habe Ihre Körpersprache angesehen, dass Sie etwas gerne sagen. Ja, ich bin eigentlich da gerade im Tal unten daheim. Und wenn man den Titel von «Wenn ich gegen Abend die Frage liest», dann beschäftigt es einem natürlich. Und ich habe mich dann so beschäftigt und habe mich gefragt, weiss der Regierungsrat Hess oder der Herr Tourismusdirektor, ja, haben wir jetzt Richtige gemacht oder nicht? Sind wir dafür das bereit? Weil der Bach jetzt anderthalbfach oder zweimal so breit ist. Wenn ich an so einen Aufwetter 05 denke, ich meine, ich sage jetzt einfach etwas. Eine Woche lang ist Engelberg gerade der meiste Stall durchgelaufen. Ja, das sind Erfahrungen, die prägen einen für den Rest des Lebens. So ist es. Ich nehme die Frage gerne auf in die Schlussrunde noch einmal. Haben wir das Richtige gemacht? Und wo ist der grösste Bedarf? Das ist die Frage, die ich mir vorgestellt habe. Die haben Sie gerade schier vorweggenommen. Der Stall steht noch, sage ich, und der Bach läuft jetzt wieder dort, wo er muss. Ja, natürlich. Das steht noch. Prima. Das ist eben das, was ich dem links aussen muss sagen. Dass wir Bauern, ja, hier haben da schon etwas Gutes machen und nicht nur immer gegen die Natur arbeiten. Das müsst ihr schon unbedingt mitnehmen. Ich glaube, einer der beliebtesten Berufsstände in diesem Land, wenn man die Leute fragt, sind heute Bauern. Und wenn Bauern ein Ereignis arbeiten, einen Altabzug oder sonst ein Fest, die Bevölkerung ist immer jünger und städtischer, die dort kommt schauen. Also, ihr hängt viel da. Und nicht nur Imagepflege in Lobbying, sondern ihr habt gute Arbeit geleistet. Das ist so. Die meisten. Wie sie ja gesagt hat, für alle legen wir die Hand nicht ins Feuer. Aber in meinem Berufsstand auch nicht. Gibt es eine Frage, die jetzt noch dringend auf der Seele ist? Da einen sind zwei, ich komme schnell zu euch. Und dann kommen wir dann langsam in die Schlussrunde. Ja, guten Abend miteinander. Ich bin eigentlich angekommen wegen dem Thema von der Klimaerwärmung. Und jetzt sind wir eigentlich noch immer bis in die 50er oder 70er Jahre zurück. Und die Natur ist eigentlich viel länger schon hier. Wenn ich in Grassenhäufen gehe, dann sehe ich dort oben Versteinerungen, wo eigentlich ein Meer war. Oder in dem Gelbblättler hinten, da sehe ich Muscheln. Also, für mich ist die Klimaerwärmung vielleicht, ich hätte jetzt wollen hören, einfach vom Mensch gemacht, aber wir haben doch das schon Eiströppen gehabt, wenn wir die Weltgeschichte da anschauen. Also das ist für mich, das hätte ich wollen hören, das hat mir heute Abend hier aussinnig gefällt. Aber Hand aufs Herz,
Ich habe nicht erwartet, dass hier die Mehrheit der Leute sagt, ja, die Klimaerwärmung ist ja kein Problem. Das hat es immer schon gegeben. Erwartet haben sie es nicht. Also, ich bin auch im Gemeindeführungsstab und wo man mich angefragt hat, ob ich in den Gemeindeführungsstab käme, dann hat es geheissen, ja, wir haben etwa ab und zu im Winter eine Leiwe. Und das hat uns, oder ja, das hat uns, der Gemeindeführungsstab hat es noch wirklich Kopf verwitscht am 22.09.2005. Und meine Frage wäre, müssen wir vermehrt mit solchen Ereignissen rechnen, weil in der Zwischenzeit sind die Ereignisse, die wir in uns rücken, bedeutend grösser wieder für Lawinenereignisse. Vielleicht zuerst zu Ihnen noch einmal, Entschuldigung, zum Klimawandel, was ist menschengemacht und was ja, ist halt im Verlauf von der langen Geschichte dieser Erde immer wieder passiert, wenn man die Muscheln in den Alpen sieht und Meeresablagerungen. Also ich glaube, auf geologischen Zeiträumen gibt es durchaus Wärme- und Kaltperioden, das ist so. Aber in so kurzer Zeit so viel Veränderung im System ist sehr selten. Und momentan, glaube ich, ist die Geschwindigkeit so, dass man sich doch ein paar Gedanken machen sollte. Und wie ich vorher gesagt habe, es ist, glaube ich, nicht mehr sehr zielführend, immer wieder zu fragen, ist jetzt wirklich bis zum Allerhinterletzten alles verstanden, bis man handelt? Das ist mir sehr zentral, sehr wichtig. Und der andere Punkt ist der, ja, also nach dem 5. Zustandsbericht vom Weltklimarat und der Thomas Stocker hat mir das einmal gesagt, wir können nicht immer über die letzten 2% reden, wo wir nicht ganz so sicher sind. Und der grösste Teil der Veränderung im System ist menschengemacht. Wir sind, und es gibt einen Begriff dafür, in dem Sinn im Anthropozän angekommen. Oder jetzt auf ganz Deutsch gesagt, selbstverständlich gibt es Ereignisse, die sich außerhalb unseres menschlichen Vermögen entwickeln. Da hat der Herr sicher recht mit seiner Aussage. Aber es gibt einen Bereich, wo wir selber können vernünftig oder unvernünftig handeln. Und dort haben wir die Verantwortung. Danke. Die Frage ist, müssen wir mit diesen Ereignissen, die der Kollege aus dem Gemeindeführungsstab gesagt hat, müssen wir vermehrt rechnen damit? Was sagt der Naturwissenschaftler? Das ist so, das ist sogar mittlerweile statistisch beleidigt, dass wir mehr Ereignisse haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir auch intensivere Ereignisse haben. Es ist aber so, dass wir heute die Gewässer und Hangsicherungen und alles, dass wir die anders dimensionieren, dass wir sie noch vor ein paar Jahren dimensioniert haben. Es ist vorhin der Aspekt aufgeworfen worden, ja, haben wir denn so ein Ereignis wie 2005 im Griff mit 1,5-mal so breiten Bach? Haben wir nicht, sage ich ganz klar. Aber man würde bedeutend weniger Schäden haben. Es ist jetzt, wenn man sieht, was da im Anwasser läuft, im Engelberger Tal, dann haben wir ein bisschen von oben ab zu schauen, haben wir das Gefühl, da wäre jetzt der ganze Talboden überkehrt. Für Bäuerer ist es gerade ein bisschen ein gewöhnungsbedürftiges Bild, wenn ich so das darf sagen. In ein paar Jahren wird das grün sein. In ein paar Jahren wird auch viel mehr Natur zurückkommen sein, als jetzt vielleicht in den letzten Jahrzehnten entlang von dem Bach gesehen ist. Und wenn da so ein Ereignis stattfindet, das wäre im August 2005, wird das mit Sicherheit nicht keine Schäden verursachen, aber es wird nur einen kleinen Bruchteil von Schäden verursachen, die wir im Jahr 2005 hatten. Etwa 150 Millionen Franken hier in Engelberg. Ich wage nicht die Prognose, man kommt da mit ein paar wenigen Millionen weg von Schäden. Die absolute Sicherheit wird es nie geben, sonst müssten wir wirklich die Welt wieder an der Natur überlassen und die Bächle über das ganze Tal hin und her meandrieren, dann würden sie da einfach hin und her laufen. Aber wir wollen ja unsere Lebensräume, unsere Welt auch nutzen und das finde ich auch legitim. Und ich denke, es bräuchte so ein bisschen ein gutes Verhältnis zwischen Schutz, Natur auf der einen Seite und Nutzen vom Lebensraum. Und da müssen wir alle ein bisschen Schritt machen, bis wir da die gute Balance gefunden haben. Ich komme zur Schlussfrage an euch alle vier. Es ist eine Doppelfrage. Was haben wir in den letzten 10 Jahren wirklich gut gemacht? Und was ist die grösste Herausforderung Ihrer Sicht für das Tal Engelberg, für die Bevölkerung hier, für die Menschen hier
in dieser Natur und mit dieser Natur können zu leben. Was ist sicher an Gutem passiert und wo ist die grösste Herausforderung? Wie sehen Sie es, Herr Moser? Also sicher ist einmal das Bewusstsein gestiegen und ich glaube, eine Mehrheit in diesem Saal akzeptiert das, was auch in der Eingangsreferat gesagt worden ist. Es ist ein Prozess im Gang. Was vielleicht noch gewöhnungsbedürftig ist gegenüber früheren Zeiten, wo aber auch langsam Fuß fasst, ist, dass man der Natur auch gewissen Spielraum muss lassen. Das ist zum Beispiel das, was man bei den Gewässern sieht. Früher hat man die einfach kanalisiert und gesagt, da darf nichts drüber raus. Und heute sagt man, man muss einen Raum schaffen. Natur ist nichts Fixes, nichts Starres. Das braucht Bewegung. Auch bei den Tieren, bei den Pflanzen, mal hat es viele, mal hat es wenig. Und wir sind häufig ursprünglich Mangelgesellschaften im Berggebiet, sehr auf Konstanz bedacht, immer genug von allem dafür kämpfen und so weiter. Und in der Natur ist eben gerade etwas anderes, oder? Da ist mal ein Beutetier und ein Beutegreifer und das ist ein Zusammenspiel und da gibt es mal viel und mal wenig und das bestimmt einander. Und dass man vielleicht versucht, wieder partnerschaftlich mit der Natur umzugehen und sie weniger als findlich empfinden, sondern mit Respekt darauf zugehen und auch eine gewisse Dynamik zulassen, wo es noch hat, am Schluss in der Gesamtheit wieder mehr Stabilität bringt. Übrigens, wenn ihr genau zugelassen habt, habt ihr noch ein bisschen Sprachunterricht bekommen. Es gibt Beutetiere und Beutenehmer und bei uns heissen die nur Raubtier. Das wäre der andere Sprachgebrauch. Aber hinter Wörtern versteckt sich auch eine Haltung. Das ist so. Und es ist so, dass hier ein ganz schwieriges Thema ist, das können wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber gerade das Verhältnis zu den Beutegreifern ist sehr stark geprägt von früheren Jahrhunderten. Und das hat natürlich extrem tiefe Wurzeln, wo noch das Verständnis, was die für Rolle haben. Und der Verantwortliche für die Jagd im Kanton wird mir recht geben, dass es der Gämse nicht wahnsinnig gut geht, oder? Und dort kann zum Beispiel eine Rolle spielen, sehr plausibel, dass einfach die Selektion vom Beutegreifer fehlt, über Jahre lang, wo die Kranken sind. Lassen wir das Thema, Herr Moser. Aber wir machen noch einmal eine Jagdabend da innen. Nein, das ist... Herr Füssenich, wenn Sie Ihre Zeit hier in der Schweizer Gebirgslandschaft anschauen, was hat sich Ihrer Ansicht nach verbessert und wo ist die grosse Herausforderung im Zusammenhang mit unserer Natur? Ich glaube, wir sind jetzt alle sehr, sehr froh, wenn jetzt der Hochwasserschutz dann nachher zu einem Abschluss kommt. Wenn das Ereignis ist das eine war, dann war die Euphorie gross gewesen, aber was dann nachher die Gemeinde hat müssen machen, um das dann nachher können umzusetzen, das ist dann schon eine wirkliche Herkulesaufgabe gewesen. Und jetzt sind wir dort auf der Zielgeraden und das ist auch gut, dass jetzt dort wieder Kapazitäten wieder frei werden. Das ist nicht ganz einfach gewesen, und das, ich glaube, dass man stolz ist, dass wir das jetzt so erreicht haben. Also in dem Sinn. Und die Herausforderung? Die Herausforderung, denke ich, es ist vielleicht das bisschen, was Sie angetönt haben. Wenn man neue Projekte will angehen, dann hat man schon zum Teil auch etwa das Gefühl, also vielleicht sind wir dann, also müssen wir uns selber die Nase fassen, aber die andere Seite danach auch. Es ist ziemlich, ein bisschen manchmal fundamentalistisch. Also manchmal denke ich auch, der gesunde Menschenverstand, dass man mal zusammenkommt und der mir seine Seite versteht und er auch unsere Seite. Und dann ist es natürlich mit dem die Tendenz zum Einsprachen machen. Das kann im Kleinen sein, in der Nachbarschaft, das sind bei unseren touristischen Projekten, die wir dann realisieren müssen. Das ist schon ein bisschen, das hemmt uns sehr. Und das macht es zu einer sehr träge Geschichte und auch Innovation und gute Ideen. Da muss man dann schon einen langen Atem haben, dass man da Sachen kann umsetzen kann. Da wäre es schön, wenn wir da in Zukunft ein bisschen mehr, dass das auf die gleiche Bühne oder die berühmte Schweizer Kompromissbereitschaft wieder ein bisschen mehr dürfen erwarten. CPS, wirklich die Leistung in den letzten Jahren, was ist sich wirklich besser geworden und wo sehen Sie die Herausforderung? Ich glaube, es ist, so wie das der Herr Moser gesagt hat, es ist einiges gelaufen bezüglich Bewusstsein. Das Bewusstsein ist besser geworden. Man hat mehr Informationsmittel und nutzt die durch uns auch. Man hat in verschiedenen Bereichen hat man wirklich heute ausgewogenere Lösungen. Das ist auch angesprochen worden mit den Gewässern.
komme jetzt halt einfach auf das Beispiel, weil das so ein bisschen ein Hauptthema ist. Ich denke, da haben wir heute ausgewogenere, umfassendere Lösungen. Es ist auch das Bewusstsein herum, dass es die Natur bräucht, um langfristig gute Lösungen zu haben. Vielleicht höre ich jetzt noch gerade die Frage nach der Herausforderung. Ich habe mir da nämlich auch noch einen Gedanken gemacht. Ich denke, die grosse Herausforderung ist, dass man gute Lösungen findet für die Sicherheit, für die Entwicklung, bevor man selber betroffen ist von einem Schadenereignis. Wir sind nämlich heute immer noch in der Situation, wenn irgendetwas passiert, dann mag man nicht schnell genug, nicht teuer genug Abhilfe schaffen. Und wenn eines das Ereignis ein Stück weit zurücklegt, dann hat man das wieder vergessen. Das ist so ein bisschen das Phänomen von der heutigen Zeit. Und dann braucht es wieder eine riesen Arbeit, um die Leute zu überzeugen, man sollte jetzt gleich vorwärts machen mit dem Hochwasserschutz, mit der Verbesserung der Naturverhältnisse. Das ist meines Erachtens ein bisschen eine der zentralen Herausforderungen. Martha Schäuber, zum Abschluss. Was ist im Verlauf von unserem Leben besser geworden? Und wo sehen Sie die grosse Aufgabe, die wir noch lösen müssen? Oder die nächste grosse Aufgabe? Also für mich ist zentral, dass wir wirklich möglichst viele Leute für unsere Natur und Umwelt können sensibilisieren können, dass das möglich ist. Da ist schon noch viel Potenzial rum, denke ich. Ich will heute die Jungen, bin ich ganz sicher, es kommt jedes mit einem iPad-Schlag. Aber wenn man dann fragt, was ist das für eine Blume, was ist das für eine Blume? Keine Ahnung. Da muss man wahrscheinlich zuerst im Internet nachschauen, wo auch immer in der Hosentasche hat. Das tut mir hinterher schon weh, dass man eigentlich das Naheliegendste, das Schöne nicht sieht. Und sondern muss, jetzt gerade diese Tage ist, man fliegt viel zu viel. Ich denke, hallo, wieso müssen wir weg? Wir haben es so schön hier. Das verstehe ich zum Beispiel. Ich bin ich eine gewesen, die möglichst weit weg wollte. Höchstens vielleicht dann auf Kappadokien. Das würde mich noch interessieren. Aber sonst finde ich, wir haben so viele tolle Sachen, die wir hier uns selber Alltag könnt ein bisschen bei der Nase nehmen, dass wir es auch sehen und uns nicht lassen Hamsterrad. Dass wir nicht mehr links und nicht mehr rechts sehen, sondern dass wir auch an den Leuten, nicht nur an der Natur, an den Leuten rundherum, dass wir uns auch mit denen abgeben. Ich nehme aus dem heutigen Abend mit, dass wir alle zusammen vor einer Zukunft stehen, die wir nicht einfach voraussagen können. Aber dass wir alle miteinander schon auf ein Papier könnten schreiben, was wir auch noch ein bisschen besser machen könnten. Und dass wir uns eigentlich ein bisschen zusammenschliessen. In Diskussionen, in Gruppen, in der Nachbarschaft, im Betrieb, wo wir sind, damit es einfach ein Stück besser wird in der Zukunft. Und besser ist es dann, wenn alle Lebewesen, die auf dieser Erde sind, ihren Raum wieder haben. Und nicht müssen aus diesen Räumen verschwinden, weil andere übergriffig werden. Es ist eine schwierige Aufgabe und wir werden sie nicht fertig lösen, aber wir können einen kleinen Beitrag leisten. Und einen haben sie geleistet, meine Damen und Herren, dass sie heute Abend hierher gekommen sind und über eine Stunde aufmerksam an solche Gedanken nachgegangen sind und die bietet weitertragen und weiter vertiefen. Ganz toll. Danke euch für den Besuch. Und ich danke an dem feinen Podium fürs Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Rickenbacher. Es war eine fantastische Moderation. Wir haben es ja erwartet. Und ganz herzlichen Dank auch im Podium. Es war für mich auch stimulierend, ein Haufen Aspekte, die Sie gebracht haben, wo ich mag das Engelberger Tal auch gern, ich mag die Natur auch gern. Und vielleicht ist es etwas wie ein Schneeball, den Sie jetzt da uns
gesetzt haben und dass wir jetzt rausgehen. Und das wird immer weiter und es wird grösser und grösser. Und vielleicht ist das ein Startpunkt für das. Für Ihre Inputs, danke vielmals. Jetzt würden wir Sie einladen zum Apro, also vor allem das Hotel Europe. Der Herr Dietrich tut uns das offerieren da draussen. Danke für Ihr Interesse. Noch einen schönen Abend und kommen Sie gut heim.